Überdies schien jetzt der Mond so zweideutig ins Zimmer hinein. An der Wand bewegten sich allerlei unberufene Schatten. Und als ich mich im Bett aufrichtete, um hinzusehen, erblickte ich. Es gibt nichts Unheimlicheres, als wenn man beim Mondenschein das eigene Gesicht zufällig im Spiegel sieht. In demselben Augenblick schlug eine schwerfällige, gähnende Glocke, und zwar so lang und langsam, dass ich nach dem 12. Glockenschlage sicher glaubte, es seien unterdessen volle 12 Stunden verflossen und es müsste wieder von vorn anfangen, 12 zu schlagen. Zwischen dem vorletzten und letzten Glockenschlage schlug noch eine andere Uhr. Sehr rasch, fast keifend gell und vielleicht ärgerlich über die Langsamkeit ihrer Frau Gevatterin. Als beide eisernen Zungen schwiegen und tiefe Todesstille im ganzen Hause herrschte, war es mir plötzlich, als hörte ich auf dem Korridor vor meinem Zimmer etwas schlottern und schlappen wie der unsichere Gang eines alten Mannes. Endlich öffnete sich meine Tür und langsam hereintrat der verstorbene Dr. Paul Ascher. Ein kaltes Fieber rieselte mir durch Mark und Bein. Ich zitterte wie Espenlaub und kaum wagte ich, das Gespenst anzusehen. Er sah aus wie sonst. Derselbe transzendental graue Leibrock, dieselben abstrakten Beine und dasselbe mathematische Gesicht. Nur war dieses etwas gelblicher als sonst. Auch der Mund, der sonst zwei Winkel von 22,5 Grad bildete, war zusammengekniffen und die Augenkreise hatten einen größeren Radius. Schwankend wie sonst, sich auf sein spanisches Röhrchen stützend, näherte er sich mir und in seinem gewöhnlichen maulfaulen Dialekt sprach er freundlich. Fürchten Sie sich nicht und glauben Sie nicht, dass ich ein Gespenst sei. Es ist die Täuschung Ihrer Fantasie. Wenn Sie mich als Gespenst zu sehen glauben, was ist ein Gespenst? Geben Sie mir eine Definition. Deduzieren Sie mir die Bedingungen der Möglichkeit eines Gespenstes. In welchem vernünftigen Zusammenhang stände eine solche Erscheinung mit der Vernunft? Die Vernunft. Die Vernunft. Ich sage, die Vernunft. Und nun schritt das Gespenst zu einer Analyse der Vernunft, zitierte Kants Kritik der reinen Vernunft, zweiter Teil, erster Abschnitt, zweites Buch, drittes Hauptstück, die Unterscheidung von Phänomena und Numina, konstruierte alsdann den problematischen Gespensterglauben, setzte einen Syllogismus auf den anderen und schloss mit dem logischen Beweise, dass es durchaus keine Gespenster gibt. Mir unterdessen lief der kalte Schweiß über den Rücken, meine Zähne klapperten wie Kastagnetten, aus Seelenangst nickte ich unbedingte Zustimmung bei jedem Satz, womit der spukende Doktor die Absurdität aller Gespensterfurcht bewies, und derselbe demonstrierte so eifrig, dass er einmal in der Zerstreuung statt einer goldenen Uhr eine Handvoll Würmer aus der Uhrtasche zog und, seinen Irrtum bemerkend, mit possierlich ängstlicher Hastigkeit wieder einsteckte. Die Vernunft ist das Höchste! Da schlug die Glocke eins und das Gespenst verschwand.